Schalten Sie die Anlage am Hauptschalter stromlos und tragen Sie eine FFP2-Maske, Arbeitshandschuhe und gegebenenfalls weitere Schutzkleidung. Legen Sie die neuen Filter bereit. Warten Sie 60 Sekunden, bis der Ventilator ausgelaufen ist. Öffnen Sie die Revisionsöffnung, indem Sie alle Schrauben lösen, außer die Halteschrauben unten rechts und links. Diese werden nur leicht gelöst. Heben Sie nun das Revisionsblech nach oben weg und legen es beiseite. Lösen Sie die Flügelmuttern am Spannhaken der Filter und entnehmen Sie die Haltestrebe. Ziehen Sie die Filter nicht über Kopf heraus, da diese mit Schmutz beaufschlagt sind, und stellen diese beiseite. Setzen Sie die neuen Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Ziehen die Flügelmuttern handfest an und verschließen Sie das Revisionsblech, indem Sie alle Schrauben erst leicht anziehen, bevor Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 5 bis 6 Newtonmeter festdrehen. Beachten Sie bei Artex-Anlagen, dass Sie die leitfähigen, verzinkten Schrauben wieder an gleicher Stelle verschrauben. Nur so kann die Leitfähigkeit der Anlage und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden. Entsorgen Sie die Filter gemäß den örtlichen Vorschriften. Welche Schutzausrüstung Sie für Ihr Material benötigen, finden Sie hier.